Mojax, da bin ich dabei. Für 500 Millionen stehen wir wahrscheinlich zum Verkauf. Müsste ich ja, würde ich sprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ. Ich glaube, da müssen wir nicht viel reden. Ich würde es auch für 400 machen. Aber nicht drunter. Darunter nicht mehr. 100 Millionen für jeden ist schon wichtig. Wie, wir sind 5, Bram. Bei 400 Millionen wird das schwierig, ne? Ja, das kann man nicht teilen. Das geht nicht. Hey, Jay kriegt dann EMTS nicht mit. Der kriegt dann einfach nichts. Ja, ich habe einfach ganz stimmt. Haben wir den nächsten Aufbruch schon geplant, wissen wir. Oh, wie wechsle ich denn die Ansicht in Third Person? Wolf. Gar nicht. Wow. Aber wir haben eingestellt, dass du es nicht kannst. Was? Das ist ein Ego-Shooter jetzt hier. Third Person ist doch Schmutz, ey. Wer spielt denn so? Naja, aber PUBG was schon. Was machen wir denn gleich? Was uns gegenseitig wir ballern uns gegenseitig weg. Genau, das ist eine normale Runde. Kleiner Tipp, pass am Anfang auf die Zone auf. Wo verstecken wir uns? Bisschen schneller als sonst. Ich bin gerade wieder erst da am MTS. Yeah. Oh. Wer ist der Clown? Bin ich das? Sven Martinek. Wer ist das hier? Ich bin das. Ich bin kein Clown. Hallo? Ich habe ein wunderschönes, weiß ich nicht, Kleid an oder so. Schmidt. Hallo. Das ist Jay bestimmt, oder? Ich stehe alleine. Nee. Meistens bei deinen Meinungen. Oder wer hat denn hier so ein crazy Bikini an? Der Clown. Ach so. Also Dalu ist ein Clown sein. Dalu hat die Stiefeletten an. Alter, und hier so SM-Sachen, krass. Okay, let's go. Lololol. Boah, geil. Wir nehmen die Spiegel, wir nehmen die Zone. Die erste Zone, springt innerhalb der Zone ab am besten. Vergesst nicht, den Busfahrer zu werden. Gehen wir Mute oder nicht? Busfahrer, nee, dann kein Mute, kein Mute. Mit F, dankst du dem Busfahrer. Ja, jetzt. Kein Mute. Ja, wir muten uns jetzt alle, oder? Du musst doch eh drücken, drückst du den Knopf, Peter? Muten wir uns? Ich hab die falsche Taste. Ja, ohne Scheiß, ich verstehe dich nicht. Wir muten uns nicht. Du musst doch eh bis gleich, Jungs. Ja, ne? Tschüss. Wo steigt ja, denn so theoretisch alle aus? Alle Testtrains ausspringen. Auf jeden Fall im Kreis. In der Zone, noch nicht. Mit F kannst du die Map aufmachen. Leute, das ist die Illusion ist tot. Wir haben ein weniger im Flugzeug, Dalu. Margaret, du musst ja, zur Zone. Wo ist die? Wie, ist die schneller eingestellt? Mit M siehst du die Karte. Ja, das ist aber jetzt nicht die Nummer gewesen. Mit rechts wie auf der Karte reudig, kannst du Waypoints ein Auto zu finden. Okay. Aber wieso ist das so? Ist die Zone so schnell? Oder? Ja, genau, die Zone ist so schnell. Die, schneller die als Zone uns. Ist viel schneller. Maluna, es tut mir leid. Nein, ich glaube, okay. Du schaffst es. Das ist das Problem, der tut halt gar nicht leid. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Weil deswegen liebe ich das dann. Ich finde das aber gut, dass wir jetzt PUBG-Turnier spielen, wenn Fischi und Franzi noch nicht da sind, damit wir ja, aber wir spielen das dann ja nochmal, also nie nee, nee, ja, ich würde sagen, einmal reicht, nee, das oder? Das reicht jetzt auch. Ja. Dalu ein einziges Turnier in der ganzen Lage. Dalu kriegt sich gar nicht mehr. Ja, der hat guck dir mal die saftigen Schenkel bei mir immer. Das ist sein Lebenselixier. Hast du eigentlich schon die Schenkelbürste gezeigt, Peter? Was ist denn die Schenkel? Der Rechner. Der PC. Achso, ja, stimmt. Ja, habe ich schon wirklich stundenlang gezeigt, legit. Nice. Immer wenn ich in Fullscreen bin, sieht man den. Ey, wer geht hier mit mir runter? Wer will Stress? Fuck you, ich kill dich. Alter, ich habe mich danach erstmal umgesehen, Christian, ne? Aber ich sehe keinen. Ich glaube, ich bin's. Ich mach dich fertig. Ich hab ne Waffe! Leute. Ich mute euch alle, ihr seid viel zu laut. Ist Maluna schon in der Zone? Boah, nee. Ihr seid mir zu laut. Normal. Im CS ist mega laut, das spielt in 10 Sekunden, leise. Ich bin nicht mal ansatzweise in der Nähe. Innerhalb doch, das ist doch in deiner Macht. Wie denn? Du machst CS lauter und das Spiel leiser oder andersrum? Kann wirklich. Ich damit fahren? Next across the line. Da kommt Hamilton. Windows-Ding oder was? Ah, nee, war ja, zum Beispiel. Oder halt einfach, wenn du es über das Wavelink gemacht hast, dann darüber. Nee. Das geht? Ich habe alles über das Wavelink eingerichtet. Da kannst du TS unabhängig vom Spielsound laut oder leiser machen. Ja, du kannst da eigene Spuren hinzufügen, wenn du das möchtest. Ja, das ist ja warte kurz AFK. Das ist ja wie das GoXLR. Oh, Leclerc, schnellste Zeit. Oder halt hier einfach in kurz im TS rein. Und mach alle lauter und leise. Das ist das Einfachste. Herausforderung abgeschlossen, nice. Ey, das geht hier? Ja. Dann hat sich ein ganzes Setup gebaut. Bei wem hört man sich doppelt? Ah, mein Schuld. Bei Sepp. Bei mir? Habe ich jetzt einfach mal so behauptet. Bei Jay. Da habe ich einen Schalldämpfer gefunden. Ich habe noch keinen. Noch keinen. Wir spielen seit 30 Sekunden. Ja, letzte Folge habe ich einen Schalldämpfer gefunden, bevor ich zwei Schalldämpfer gefunden, bevor ich eine Waffe gefunden habe.
Das klingt nach. Aber was willst du mit zweien? Du bist so ein mieser Lacker, ne? Mein Rucksack. Ich bin zum dritten Mal ins selbe Haus gelaufen. Dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich habe meine Waffe fünfmal nachgeladen, wenn da jetzt keine Muni drin ist. Ich bin schon wieder im selben Haus. Wenn ist immerhin was Neues drin. Wirklich, ich habe keinen. Nee. Kann nichts mehr mitnehmen. Ich wundere mich immer, dass da die Shotgun drin ist. Ich bin aber auch nicht ein neues Haus gefunden. Ist die AWM gut? Ja, die macht gut Damage. Du siehst hast auch du immer schon tatsächlich eine Kiste Statistiken. Gekriegt, oder was? Die ist decent. Hier kam eine Kiste bei mir. Aha. Ich glaube, du bist am Trash Talk. Wenn bin ich am Lügen. Was sind das für Sachen auf der Map, die weiß pulsierenden? Das sind Shopping-Dinger, oder? Das sind EMP-Zonen, da gehen dann keine elektrischen Sachen mehr. Ach, die weiß pulsieren. Hast du Schaden. Hast du nicht irgendwie 12 Stunden eine Win-Challenge gemacht? Ja, ich habe aber die zweite Runde gewonnen, dann war ich AFK. Ah. Ja, diese Zone ist aber auch Müll, ey. Du bist Müll. Boah. Aua. Wow, holy fuck, Alter. Masat, du hast also meine Waffe gespielt, oder? Naja. Kann man so chinesische Vasen kaputt machen und da ist da was drin? Bestimmt. Ja, Linksteil. Die Zone wieder schon wieder. Kleine Oma zum Beispiel. Ich hab Britcoin gefunden. Gab's so Ehrenkodex, nicht auf Leute im Auto schießen und so, ne? Ja. Ey, Autoleute sind immer lame, weil die versuchen immer einen hochzufahren und selber schwierig abzuschießen. Deswegen fahre ich Fahrrad, weil ich krass bin. Du bist ein Holländer, du. Ah gut, was soll schon das passieren, ne? Also. Dinge doch immer ganz viel. Gibt's den Eismann auf der Map? Den Wasmann? Den Eismann. Eismann. Verschießt er. Scheiße, ich muss laufen. Franzi ist auch da. Oh mein Gott, warum ist die Zone so weit weg? Also wir spielen. Boah, schade, dass wir gleich schon mit PUBG fertig sind. Ja, PUBG ist letzte Runde jetzt. Ja, voll schade. Oh. Ich werde beschossen. Kommt die Zone schon? Oh mein Gott, das ist ein großer. Ja, bleib mal stehen. Nein! Bam, der hat getroffen. Lass mich nicht als erstes töten. Ich hab ein Achtfachvisier, du kannst nicht so weit wegfahren. Oh mein Gott! Okay, schade. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, das habe ich schon trianguliert. Trianguliert? Fremdwort. Peter weiß nicht mal, wie er weggegeodreieckt. Wasser, Wasser, Wasser. Hansi, was machst du da für eine Scheiße? Was? Mach jetzt Christian weg, pass auf. Fuck you, Peter. Ich muss ganz schön viel rennen. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Oh. Alter, fuck you! Wo ist der Fahrradmann? Ja. Ich hab Angst. Kommt nicht verholen. Ich fahr jetzt wieder Fahrrad. Kling, kling. Machst du auch Ring-a-Ding? Na klar. Ich schwing mein Ding. Ich werde Peter fährt nicht mehr Fahrrad. Nicht. Der liegt hier irgendwo. Nein, heiße ich Jay oder was? Ja, ich höre den Ton gar nicht. Ich hab vergessen, dass es so laut ist. Warum ist denn die Zone immer so weit weg? Du musst in die Zone rein, Sepp. Ja, ich sehe die nicht mal. Ja, dann musst du schneller oder mehr rennen. Oder ja, fahr einfach jetzt Auto. Ist sie noch weiter weg. Das heißt, Sepp kommt aus dem Norden, nur falls ihr da noch. Nee. Ja, das habe ich mir auch gerne gehabt. Ja, sehr gut, danke Dalu für. Süden. Ja, genau. Checken. Süden. Könnt ihr ihn also gleich abfangen. Perfekt. Hallo? Hallo, das war so eine crazy Zone. Moin. Ne? Hallo.
Hi. Oh, Peter, ich folge dich jetzt. Hast du mich? Boah, jetzt wäre ich fast verreckt, weil ich Fisch in die Faust gegeben habe. Nee, Peter, aber ich race dich jetzt. Ich habe ein Fahrrad gefunden. Oh, ich bin mittlerweile am Start. Die nehmen wir. Hier ist ein Fahrrad. Oh Gott, ich habe aus Versehen geschossen. Ich fliege. Oh mein Gott, ich überschlage mich. Oh mein Gott. Ich überschlage mich sehr viel. Aber es hat sich gelohnt. Ich konnte Was denn, hast du meinen Schuss gehört? Nee. Ich gerade aus Weiß nicht, geschossen. Ob das daran lag, dass du zu weit weg warst oder dass das Geschrei genau im richtigen Moment war. Hab ich so erschrocken, Alter. Von meinem eigenen Schuss. Sehr gut. Scheiße, mein Auto ist gecrashed. Alter, Franzi, hör auf mit der Scheiße. Also so Painkiller, zumindest so geil wie LSD. Peter, ich glaube, ich habe dein abgestelltes Fahrrad gefunden. Wirklich? Wo ist das in der Nähe von so Containern? Was mit dem Reifendruck? Oh mein Gott, dann hast du wirklich mein abgestelltes Fahrrad gefunden. Aber wo könnte Peterchen jetzt hingelaufen sein? Hey, Level 3, ohne Fahrrad? Level 2? Der wird noch in der Nähe sein. Oh mein Gott, er schießt wirklich auf mich! Du mieser Penner. Was war das? Ah, aufsteigen, der macht Sinn. Rad nicht gehört. Ja, habe ich nicht gehört. Also Top 10 bin ich ja schon. Das kann nicht besser werden, Dalu. Macht diese EMP-Zone Schaden? Keine Ahnung. Nee, die macht nur so Elektro-Shit. Ich hab die nicht gesehen. Der Fahrradfight. Der Fahrradfight, du bist abgestiegen. Frech. Ja, du warst auch nicht mehr am Fahrrad. Das ist richtig. Peter ist übrigens bei dem Fahrradfreunde. Lol, ich sehe. Wo sind denn die Fahrradfreunde? Ja, weiß ich. Ja, darf ich dir nicht sagen. Seid wie die drei Brüder aus Venlo? Lol. Oh mein Gott, der hat ihn nicht gesehen. Was? Nee, du musst mich nicht sehen, Peter. Das mit der Zone ist ja wirklich nervig. Also. Du musst jetzt potenziell noch ein paar Sachen einrichten. Peter, ich werde jetzt Christian rächen. Du bist gleich tot. Ich höre ein Auto. Oh, das habe ich auch gehört. Ich höre auch ein Auto. Oh. Das gefällt mir nicht. Das könnte auch mein eigenes sein, in dem ich sitze. Boah, ich finde schon geil, wie viel man in dem Spiel immer läuft. Deine Lieblingsbeschäftigung, ne? Das ist schon ja, cool. Du spielst auch so gerne WoW, ne? Aber ja, PUBG ist der Vorgänger von Death Stranding, Dalu. Gerade auch Classic. Da kann man aber wenigstens auch Pakete von A nach B tragen. Hier steht ein Fahrrad an einem Container. Nice, hab ich Peter gefunden. Wirklich ein Fahrrad am Container hast. Sag mal, fährt hier einer im Kreis mit dem Auto, oder? Macht die EMP-Zone Schaden? Kann ich da durchlaufen? Das Spiel musst du selber komplett verbringen. Da ist egal. Oh nein! Wer ist hier mit dem weißen SUV? Wer biket denn da so? Oh, ihr habt zwei Autos. Awesome. Ich glaube, ich habe gerade eine sehr große, schwere Waffe gehört. Ich glaube, da betteln sich gerade zwei Autos. Hey, ich spiele hier Breakfast, sorry. Fuck you! Guck mal alles zum Absnacken. Kommen andere Leute zum Absnacken. Wer will mich ficken? Wer war da im Haus?
Nice, Bram. Okay, wer war. Wer hat auf mich geschossen aus dem Haus? Ich. Ich war's, ich geb's zu. Ach, da, du Arsch. So wenig Skill. Oh, siehst du meinen Korb? Ja. Aber der Zaun, der ist aus Holz. Maluna sieht mich. Hallo, ich schieß falsch. Was hab ich denn für eine Kackknarre? Oh, das war ein Headshot. Ulala, Jay. Motherfucker. Maluna kommt! Was willst du mit AK? Halt's Maul. Ich bin hier nur am Chillen. Ohne Ziel. Das kann nicht wahr sein. Wie viel hast du ausgehalten? Du Alter, ich hab gar nichts mehr. Hey, wo kommen diese Schüsse? Maluna in einem Auto, ja? Ja, ihr könnt mich auf Uber-App buchen, ja? Ich fahre euch von A nach B, gibt halt nicht mehr viel. Gibt's von mir nur einen Stern. Oh, scheiße, du auch, zurückbewertet. Okay. Geht, Chat, jetzt darf ich nicht. Dann turn die Booty. Wer schießt denn da? Da schießt jemand schallgedämpft. Piu. Das höre ich. Leben noch alle? Wie funktioniert denn das? Nee. Es leben noch alle, ja. Danke, Dolph. Es leben wirklich nicht alle. Oben rechts siehst du es. Ich bin nicht am... Bram hatte ich in dem Fall verarscht. Schaden gekriegt. Danke, Dalu. Danke, ja. Nach dem Lügen. Was fährst du da jetzt den Berg wieder hoch? Ich weiß nicht. Du fährst ja gar nicht auf die Straßen. Ey, ganz ehrlich, ja. Weniger als 1-Stern-Bewertung. Okay, Peter, war da noch jemand in der Nähe? Keine Ahnung. Ich dachte, da kämen Leute zum Absnacken. Was passiert ist? Ja, Maluna hat die ganze Zeit versucht, mich platt zu fahren, aber... Echt? Hab ich nie mal gesehen. Naja. Richtig. Hey, aber du lebst noch. Wieso sind noch so viele am Leben? Das hört mich. Weil wir nichts können und campen. Ach komm, ey. Ich hätte ein Movement wie eine alte Oma. Das finde ich hart. Oder ein Nier. Oma ist 90. Weil die hat wirklich ein besseres Kommt raus, als ich. Hallo? Ich meine, die ist nochmal auf Masad. Okay. Feiglinge. Ja, treffen müssen wir mal, können wir. Oh, 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 oh. Mhm. Da, du hast du kein Visier? Nö. Was? Okay, da, du gewinnst. Hätte ich eins, würde ich ja auch durchgucken, ne? Okay, wer steht hier neben mir? Bram, warum spielt ihr da im Duo? Okay. Ja, also was ist das so? Wow. Okay, was? Im Auto! Was? Ich hab Maluna im Fahren! Ah. Was? Damn. Das war der Shot. Ich habe auch low, muss ich sagen. Ja. Und hattest wenig Leben. Hier ist doch einer. Gleich doch. Ich wusste doch gleich. Wer steht denn hier mit mir? Wer war das? Ich. Hallo, wo bist denn du? Oh, Mann. Oh, Dalu ist er auch. Nein. Lol, Mango, oh, einfach Mango, der Double Kill. Zeit, Junge. Hey, Mango, ich lass dir die Chance noch, dich zu heilen, okay? All one.
Mango, wo bist du? Das ist ein Problem, Mango. Das ist richtig kacke. Die Zone ist nicht gut. Ich habe ihn doch über mir gehört, oder? Na, über dir. Du sollst immer über dich gucken. Ich weiß, wo du warst, aber ich weiß nicht, wo du hin bist. Danke, Brandi. Na, ich muss halt. Ich hast du getrashtalkt? Nein. Hab ich nicht. Kann man mal geworfen für dich. Check deine letzten Nachrichten. Was ist passiert? Die wollten, dass ich getimeoutet werde. Ja, du hast zwei Mods, die dich betrügen. Warum? Die haben gesagt, wenn ich subbe, dann wollen die dich timeouten. Dann können die ja gar nicht. Nee, die haben mich betrogen. Deine Mods sind Betrüger. Das Ergebnis zählt. Also nur zwei Mods. Die anderen Mods sind natürlich. Stark, Sebastian. Da hinten starke standst du. Leistung. Oh, ich dachte, du wärst über mir die ganze Zeit. Ich war mir sicher, dass ich gehört habe da. Ich hatte Sniper, ich hätte dich so weggesniped. Irreführung. Ja, ich hatte guck auch mal, was über dir. Oh, hast du das nicht gesagt? Es tut mir leid, aber ich habe euch beide getötet. Top 3. Und ihr sitzt neben mir. Das thank you. Du hast auf die Bildschirm geguckt, willst du sagen. Ich habe vielleicht ein Messer im Rücken. Ja, ich würde sagen, wir bestellen Essen und dann spielen wir Verstecken, oder? Haben wir nicht schon bestellt? Nee, hey, wir haben nämlich bestellt. Nein, wegen der anderen. Oh mein Gott, ich dachte, wir hätten schon bestellt und die haben gesagt, was sie wollten. Alle, die auf Essen gehofft haben, gerade richtig Hoffnung zerstören. Ich gehe nochmal in die Küche. Ja, da ist so eine. Wie geht es dir? Nicht so gut. Schade. Wieso hast du viel gesoffen gestern? Also wir machen es wieder so fest, wir fahren ganz lange, aber dann müssen wir irgendwann aussteigen. Das ist ja vielleicht ganz wichtig. Ja. Aber kannst du bei Sepp Essen bestellen gehen? Ja, dann können wir nämlich bestellen. Naschen gibt's ja auch. Chat. Chat. Ah ja. Urbe X Rambo möchte gerne Spaghetti Carbonara. Okay, ist notiert. Dankeschön. Loco Killer für den neuen Prime Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Newception. Matzkovic, Van Dorne. Okay, Dafrin. Die gesalzene Butter. Sergeant Ghost Sniper. Marksen. Und Boris, Dankeschön. Michi ist gerade faszinierend, dass Mazat Chips mit der Hand isst. Ich frage mich, mit welchem Utensil Michi normalerweise Chips isst. Stimmt, habe ich auch gesehen, so eine Minigabel, wo man dann die einzelnen Chips-Dinger dann so nehmen kann. Ja. Ich glaube nicht. Ja, also jetzt sollen die erstmal da aussuchen, damit wir hier mal Hapa-Hapa bekommen und dann, ja, würde ich sagen, schon. Ja, hättest du wohl gerne, ne? Du hast, also du hast zwar zwei Buttons zur Auswahl, aber in Wahrheit geht nur einer. Ja. Okay, Franzi will Krautsalat auf der Pizza? Was haben wir uns da wieder für Leute geholt? Ja, ja. Krautsalat mit Pizza. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Den Official Venter, Esat, Kapoi, Question, Jön, Melle, Svendel und Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Franzi, wieso willst du Krautsalat auf deiner Pizza? Ja, doch, klang aber gerade so. Oh, hast du auch gestern ein bisschen was getrunken? Sieht man das? Nee, das klingt, das hört man. Das hört man an der Stimme. Du hast eine sehr rauchige Stimme. Hab ein bisschen was getrunken. Ja. Aber man sieht es mir nicht. Konter. Ja. Hm. Hey, du siehst wach aus. Klingt's nur. Das klingt aber gut. Ja? Ja, ja, schon. Also anhören. Ich glaube, das wäre auf Dauer nicht gut. Ja. Das funktioniert auf Dauer nicht gut. Nein, klingt. Ja, Man, I'm Moody. Ist das so schlimm?
Nee, das Ding war der Krautsalat, den man bei der Pizza da drauf ist oder da gekommen. Ja, aber der Sepp kommt dann wahrscheinlich als Beilage, nehme ich mal. Ja, nee, Sepp meinte, der kommt da drauf. Der Krautsalat kommt auf der Pizza tatsächlich. Boah, nee. Da bin ich auch nicht der größte aber Fan hätte von. Aber ich den jetzt als Beilage bekommen? Streamst du auch gleich von hier aus, oder? Ja, oh, ich hab euch voll süß, der Bildschirm. Was ist denn der Bildschirm hintergrund? Achso, ich dachte, Christian hätte da wieder irgendeinen Penis drauf gemacht. Ja. Ah! Ach so, Leute, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, mit großen Kleinschreibungen haben wir bei Pizza mit häufiger Probleme. Danach muss. Uff, aber wir haben noch die Fernaufmachung, ja, genau. Ja, ne? Ja, okay. Luna ist am Shoppen und Mazat gerade, warte mal. Zu Recht. Bitte? Ich habe noch hier noch nie einen Skin gekauft. Mazat, kaufst du gerade Skins oder was? Ja, Alter. Ja, aber letztes Mal kam richtig. Wie soll ich den Kisten? Achso, ich spiele immer nur. Ja. Verstehe ich nicht. Wir haben gerade erst die erste gemacht. Ja. ich habe mir eigentlich Hausschuhe mitgebracht, ich Idiot. Habe ich vergessen. Das kommt aber wieder. Dann magst du das wieder, ne? Ja. Boah, da kommt die Stimme von links, die Whisky-Stimme. Boah, hast mich durchlegen hat. Ja, jetzt habe ich hier nämlich meine schönen Hausschüchen an. Viel angenehmer zu tragen als die Schuhe, die ich die ganze Zeit anhatte. Also, was du brauchst zum Streamen, ist deine Facecam, OBS und Sound, ne? Ja. Achso, im Teamspeak musst du natürlich sein und du musst dann Push-to-Talk einrichten, damit wir nicht die ganze Zeit Open Mic haben, weil das ist hier keine Open Mic-Veranstaltung. Ja, anders geht's halt nicht, wir sitzen nebeneinander. Ich hab's hier drauf gelegt. Der Kleine. Weil du es immer vergisst, oder was? Das kommt schnell in den Kopf. Hier, Alkohol. Ja, machst du hier oben? Warum nicht? Warum kannst du das nicht? Du hin. Vichy sagt, er kann nicht eine Maustaste drücken, koordinationsmäßig. Doch, aber ja, du musst ja auch nicht unbedingt reden, während du gerade zielst. So. Du kannst halt nicht auf Mic machen, während wir hier mit 11 Leuten in einem Raum sitzen. Ja. Ach, das ist Teamspeak 5. Ja, lösch das und lad dir Teamspeak 3 runter. Dankeschön, FC. Und Dankeschön, Heiner Toru. Und Dankeschön, Anna für die Trinkgeld. Dankeschön, GC Ventrex und Fisch. Luki und Beefmaster und Van Essa. Aber alle, die gesagt haben, ihr seid sehr freundlich. Vielen lieben Dank. Ich verstehe das auch, Bennett, wenn man sagt, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man Push-to-Talk nutzen muss. Aber ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann gibt es Stress. Ja, es gibt Teamspeak 5. Die haben einfach Teamspeak 4. Nee, jetzt danke schön. Ich kenne die Ergebnisse. Das frage ich mich aber auch. Ich mache gerade irgendeinen Scheiß. Hält mir nicht. Das Ungutes. Wir warten. Also habt ihr bestellt, ihr beide? Ja. Ey, Sepp! Wenn die Bestellung abgeschlossen ist, spielen wir dann nochmal eine Runde, weil bis die fertig sind, da dauert ja noch ein bisschen. Geil. Ach so.
Ja, okay, dann löst das erst. Federmann kommt stumm immer zu Röststoff. Was heißt denn Lieferando-Problem? Heißt ja, lass die das klären, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt nicht im Teamspeak besprechen, weil das Problem ist. Nee, aber reicht das für eine normale Runde vielleicht? Achso, nee, wenn die jetzt auch noch Problemlösung betreiben, dann sind ja nicht mehr viele Leute übrig, um zu spielen. Ja, also 4 Leute kriegen wir da wohl hin, oder? Weiß ich nicht. Ich quatsche einfach noch kurz mit dem Chat. Okay. Funktioniert der Kochbuch-Link nur bei mir nicht? Also bei mir hat er vorhin funktioniert. Ich teste das nochmal kurz. Okay. Alle wurde gerade gefragt, wer ihn am meisten enttäuscht hat. Achso, welches Spiel? Dachte ich, muss mal kurz meine Lauscher öffnen. Ganz oben an der Spitze. Check mal, ob das hier funktioniert mit diesem. Doch, das funktioniert. 10 von 10 funktioniert das. Emirov, Dankeschön für 10 Stufe 1 Subs. Vielen lieben Dank. Schön, Luca, richtig Bock auf die LAN. Ja, wir sind seit 15:30 schon dran, gleich schon fast 3 Stunden. Krass. Ne, seit 15 Uhr sind. Ne, seit wann sind wir dran? Seit 15 Uhr. Und 3,5 Stunden. Krass. Danke. Was ist los, Pierre? Musst du so ein altes Foto von mir nehmen, wo ich nicht mal mehr ein Bart noch mir kein Bart habe? Und jetzt machst du da den Pizza-Milan so hin, dass das so aussieht, als wäre das mein Schnäuzer. Ich mach hier wieder Quatsch. Während die weiter Problemlösungen da betreiben. Scusi, mi scusi! Aber bei Scusi muss ich immer an Europship denken. Nix, alles gut. Geht hier um den TS. Achso, Pia. Ja, okay. Da stecke ich nicht mit drin, ne? Da ist wahrscheinlich Jay gerade mit euch am Trash-Talken oder so. Chat. Dankeschön, Flutschwinger, für den Resort. Vielen Dank. Wir hören uns in der Zwischenzeit epische Musik an. Achso, es gab ein Command-Problem mit dem Büchlein. Ja, das Büchlein ist schon, glaube ich, eine ganz nice Nummer. Aber könnt ihr euch mal... Kein Knabe mal bei der LAN. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was ist dir gerade eingefallen? Kannst du ein bisschen lauter reden? Die eigentlich nicht. Also, das ist meine normale Lautstärke. Ich bin sogar extra näher am Mikro gerade. Okay, warte, ich mach dich nochmal lauter. Also, ich bin jetzt gerade extra sogar näher am Mikro als sonst. Dann ja, nee, dann habe ich mich nicht gut eingestellt. Aber was ist dir gerade eingefallen? Naja, die Rechner links und rechts neben mir müssen vielleicht noch COD runterladen. Oh no. Das ist einfach, er bietet mir einfach eine leere Tüte an. Eine leere Tüte. Wolltest du nicht. Also, ich hätte gerne gehabt, aber kann ich ja jetzt nicht. Hast du nicht? Du hast es vorher aufgegessen. Das ist eine leere Tüte, ist alles, was du geben kannst. Ja, wirklich, ey. Schön Noctu-Nix. Schwach. Ja, mehr habe ich von Jay auch nicht erwartet, muss ich sagen. Er war nicht drin, wenn man von ihm was will. Dankeschön, Noctu-Nix und Maxwell Yostar. Der Trux und Nick und der Tobi. Hey Sepp, wie läuft die Problemlösung? Was? Ja, okay, so aber lass trotzdem eine Runde starten. So viel liefern die in 40 Minuten, ist insane. Er hat mir einfach eine volle Tüte gemacht. Ist das auch für dich Kindheit so? So Pombeeren sind für mich so krass Kindheit. Pombeeren mit Hela Gewürzketchup, ist das... Nein, Quatsch. Ja, Pombeer mit Hela finde ich scheiße. Also die Original. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin ja early. Ich habe vorgestern Chili gemacht und habe da einen Schuss Hela Gewürzketchup reingehauen. Ich mag das. Aber das kann man machen. Server steht. Das ist wie eine Süße, die da reinkommt. Server steht, Freunde. Die Currynote auch. Ich habe mir letztens wieder Currywurst. Stimme ich dir mal zu? Ich habe mir an Karfreitag Currywurst Pommes gemacht. Geil. Und da habe ich auch unsere
Currywurstsoße nachgemacht, die, wo du die, die Apfel reinreiben musstest und die 400 Milliliter... Hospiz mit Koch, meinst du? Genau, und die 400 Milliliter Currygewürzketchup. Ich habe ja 10 Liter noch zu Hause. Stimmt, aber du hast den scharfen immer noch, ne? Ja, der ist aber, der ist nicht scharf. Okay, also der geht ist, klar. Es, okay. gibt noch, es gibt wohl noch eine Stufe mehr. Okay. Schön, ja, Mann. Schön, schön. Ich möchte ja eigentlich auch mal einen Mute-Button, ne? Wenn ich jetzt hier mit den Pombeeren rumfummel. Das ist das mit ist Pombeeren? Pombeeren? Also ich höre das nicht, Peter. Christian, ich habe ja auch die Taste nicht gedrückt. OBS sollte drauf sein. Ja, ja, vor allen Dingen der Chat hört es ja. Ich finde das mega gut, dass ich gerade als Pete's Meat. Achso, Steam Deck benutzt, glaube ich, keine Sau von uns. Du meinst, die werden das Pete's finden? Meat. Ich habe keine Ahnung. Ram hat mir was gesagt, was ich hier machen soll, damit das alles steuerlich vernünftig ist. Wenn, ja, wenn du den, wenn du das hierhin bestellst, ja, ist das also, alles diese Adresse? Ja, die kriegen das schon hin. Ja, ja. Also es steht auf jeden Fall zweimal Pizza mit UG für die Steuer drin, das ist wichtig. Das ist wichtig. Was der Name mit den 200 Euro Essen macht. Oh. Zwei fehlen noch in der Lobby, zwei fehlen noch in der Lobby. Ah. Masat, möchtest du noch eine Runde mitspielen? Weiß einer, wie ich bei Discord diese Anzeigen von den Namen ausmachen kann? Ja, Streamer-Modus. Danke. Ey, ich hab sogar ein paar Witze. Ich möchte sagen, Christian öffnet gerade noch irgendwelche Kisten. Ja, meine letzten Coins habe ich gerade investiert. Ich habe so eine, kennst du diese Opa-Mützen, die so nach vorne sind? Die habe ich gezogen. Die Opa-Mützen, die nach vorne. Doch, die trägt mein Vater auch manchmal. Der ist noch nicht mal Opa. Noch nicht. Noch nicht, Peter. Noch nicht. Sepp, wie viel Gesamtvolumen hatte jetzt die Bestellung? Euronen? An Bohnen? Euronen. Ach, Euronen. Ich hatte es nur 800. Halb auf, Peter. 200 Euro. Ey, das ist aber für wir sind 10 Leute. Ach, ja, wir sind 10 Leute, ja. Wenn du bestellst immer so für 20 Euro. Finde ich krass. Also ich gehe für 20 Euro, Peter, kriege ich für Julius, Nina und mich was zu essen. Und ich habe noch ein fettes Trinkgeld oben drauf. Ja, okay, du gehst aber auch immer zur, wie heißt das, Tafel. Okay, das finde ich aber auch krass. Also für drei Leute plus Trinkgeld für 20 Euro finde ich krass. Ja, Tafel. Peter. Da ist umsonst immer fürs Familie Lenzen. So können wir das natürlich machen. Also mein Gyrosmann ist... Mehr TS. Achso. Also ich finde 20 pro Person bei Bestellessen, wo mittlerweile ja auch 1000 scheiß Zuschläge und so immer dazukommen, okay. Also die 1,50 € Liefergebühr, die sind für alle. Also ich kenne die meisten, die kommen beim Bestellen auf für eine Person auf 8 bis 14. Ja, kommt auch immer drauf an, wo du bist. Wer fehlt? Christian fehlt, glaube ich, noch. Was? Ja, Christian ist drin. Ich bin in der Lobby. Ja, du bist jetzt seit einer Sekunde in der Lobby. Also, hast du gar nicht gesehen. Sieben Leute gezählt. Also, ne, Julius zählt ja auch nur als halbe Person. Das sind im Endeffekt aber man kann auch schon mal, wenn du zum Beispiel Sushi bei uns bestellst, dann kommst du auch mal gerne auf 100 Euro. Ja, gut, ja, Sushi ist aber arschteuer. Auch krass. Ja, so Reis ist schon wirklich teuer. Ja, das ist dann teurer beim Sushi. Ja, der Reis, ja. Da hast du recht. Und diese komischen... Nicht der Fisch. Diese getrockneten Seetangblätter. Ja. Ja, die esse ich nicht so gerne. Die Nigiri... Nee, Nigiri ist das, ne? Ja, ich glaube... Nee. Also so Sashimi, richtig, nee. So richtig geiles All-You-Can-Eat-Sushi ist schon nice. Ja. Oder wo du pro Teller bezahlst oder sowas. Surimi? Nee, Surimi ist was anderes. Aber was meinst du? Was willst du das überhaupt sagen? Das ist eine TDT-Map. Ja, wieso ist die so dunkel? Optisch kommt das hin, auf jeden Fall. Ja, die kenne ich gar nicht. Haben die schon mal gespielt? Die Ach, haben wir ja, einmal die. Gespielt. Die oh mein Gott, ja. Ist das die, die sehr klein ist vielleicht? Ja, nein, das ist die Horror-Map. Da die Armee rumfährt. Oh, nee. Genau, wo die Armee kommt. Okay, dann oh, ist nee. Ich glaube, das ist die Folge, wo jeder von uns 15 Mal gesagt hat, das ist eine sehr kleine Map. Die Map ja, das ist da, wo ich mir in die Hosen geschissen habe, weil Jules irgendwo in diesem Haus rumgekämmt hat. Ja, absolut korrekt. Und wo wir festgestellt haben... Da wurdest haben, du mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Es bringt nichts, sich hinzulegen. Nie. Das bringt nichts, sich hinzulegen, wenn so ein Armor-Truck kommt, der dich wegballert. Das ist richtig, Bram, ne? Ja, stimmt, Brams Aussicht, Sicht war auch so geil. Mann.
Auf der Map. Auf der Map. Oh ja, ich erinnere mich. Yo, das war belastend. Ah ja. Okay. Ich bin ein Spruch. Was machst du da? Ach, da ist Sound. Ist hier irgendwo ein Fußball, den man treten kann? Ich werfe Steine in der Luft. Einfach wie so ein ganz einsamer Mensch. Ja, langweilig ist, nimmst du aber deinen linken Nachbarn. Ich habe versucht, Freundschaft zu definieren. Ich habe gesagt, Freundschaft. Nee. Ich habe gesagt, Freundschaft ist auch alles, was du in einer Beziehung machst, aber halt ohne den erotischen Beziehungsteil. Ja. Ja, schon, oder nicht? Ja, das ist aber eine High-Level-Freundschaft. Entschuldigung, das ist aber wirklich eine High-Level. Aber ich glaube, in einer Beziehung erzähle ich ein bisschen mehr auch als meinen Freunden. Ja, das stimmt. Ja. Erzählen passiert halt. Nö, aber Lukas, du bist wie ein bester Freund für mich, weißt du? Ich verstehe das, Friendzone. Geweak-sided, Iron. Oh, shit. Wie ist denn das hier mit der Zone? Selbst sollten wir hier auch in der Zone runter? Nee, hier ist, glaube ich, hier ist die Standardeinstellung. Ich musste nichts anpassen. Da ist einer raus. It's Friday night! Oh, zwei gehen direkt nebeneinander raus. Friendzone. Es sind nur noch drei im Hubschrauber. Die Karte sieht man mit F, ne? Ja. 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 Ach, auf. Dann habe ich mich gerade vertan, Maluna. Mist. Ja, Dalu ist aber auch Analphabet. Ich ihm das nach. Er kommt da in die gleiche Richtung. It's Friday night. Sind die Häuser begehbar oder ist das alles fake? Operator. Nee, ist begehbar. Eigentlich kannst du alles rein. Aber denk dran, hier. Hä? Die fahren hier schon rum! Ja, hier fahren ja, so okay, Ami-Sachen rum, Dalu. Ja, aber jetzt schon? Nee, jetzt noch nicht. Die fahren gleich rum. Nee, das ist nur Environment Sound. Peter, die warten, bis du schön equipped bist. Ja, drei ist besser. Ja, du. Es sieht einfach aus wie der Zombie-Modus hier. Hatte schon mal wer gesagt, dass die Map ziemlich klein ist? Ich glaube, ja. Schon mal gesagt, aber ich kenne mich mit solchen Größen aus. Oh Gott, nein! Warte, ich hab doch nichts! Ja, dann lass ich dich laufen, rennen. Wenn er da lohnt. Wer du schießt, willst du den Rücken. Genau. Ich hab nichts zum Schießen. Aber du wolltest. Nee, wie denn? Wenn du was gehabt hättest. Ich hätte dich gar nicht gesehen. Dalu hätte ich eiskalt abgeknallt. Nein, so. Aber in dem Haus gegenüber, wo du warst, da kamen so Radiogeräusche raus. Die waren mir suspekt, deswegen bin ich da nicht rein. Ist das nicht einfach nur der Rucksack? Radio. Oder die NPCs. Radio Gaga. Ist die Dragunov gut? Ja, unglaublich. Würde ich nicht spielen. Aber irgendwie vertraue ich dir nicht. Er lügt dich komplett an. Das ist eine Dragunov ziemlich geile Waffe. Bester Mitarbeiter. Ich hab hier echt Schiss, ne? All shit. Die Map ist shit. Kacke. Jeder wird gleich wieder irgendwo in der Ecke sitzen und mich wegschroten. Mega kacke. Nein, meine ich. Ja, Dalu spricht halt die Truth. Muss man einfach mal anerkennen. Oh, Baby. Oh, Baby. Goldini, ich hab Bier gehört. Gold. Ne, das sind Wasserflaschen. Das sind Wasserflaschen. Wow. Lecker Bierchen. Ja, irgendwie hast du heute Bock, ne? Ja, gut, der Familienvater, ne? Also ich bin jetzt mal endlich, also gestern Abend habe ich mir schon richtig einen reingezwirbelt. Das ist jetzt aber schon das 12. heute, ne? Also. Wo warst du denn gestern Abend? Bei dir, Rebecca. Bei deiner Mama. Bei meiner Mama? Im Artemis? Ja, keine Ahnung, wo das war. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, war so betrunken. Wer isst denn Chips mit Stäbchen? Arthur isst Chips mit Stäbchen. Wie aus der Tüte in den Mund. Das ist schon sehr smart, sehr, sehr smart. Deshalb kauft man fettabweisende Peripherie. Ich zieh mal uns gar nicht, ne? Warum droppt. Kann ich die dann. Kann ich meine die Butlerin macht das immer für mich und steckt mir die einzeln in den Mund. Hey, der war gar nicht so schlecht. Die ist klein, ne? Naja, Franzi, kannst einfach live gehen, aber kommst du auch in den Teams? Nee, komm mal nicht ins Teamspeak. Ich sammle extra viel Munition für euch. Das hat Peter gesagt. Hab ich so nicht gesagt. Doch. Doch, das habe ich auch so gehört. Komm mal nicht ins Teamspeak, bitte. Franzi, schön, dass du hier bist, Franzi, weißt aber mach doch nichts, wenn du nicht hier wärst, ne? Ich habe eine Wache getötet. Geil, du hast Wache erledigt.
Fuck me, der hat richtig viel Damage gemacht. Wissen wir alle, wo du warst? Scheiße. Wieso haben die denn so einen riesen Panzer? Das ist unfair, ne? Ja. Kleiner Tipp, engage nicht den Panzer. Engage nicht den Panzer. Jetzt danke, gute Idee. Ich warte noch, dass Daniel nicht vorbeigelaufen kommt. Ich bin tot. Alter, die Wachen sind crazy. Wache hat Sepp getötet. Alter, was ist mit denen denn los? Bot, Alter. Zum Glück keine. Ich hatte keine Heilung. Wer ist Wache von uns? Wer heißt Wache? Oh Gott! Mein Gott. Wenn ich einfach warte, bis ihr alle von NPCs gekillt. Ja, wirklich. Alter, das war ein nicer Shot. Tot. Okay, dann fick dich halt, ne? Ich wollte dich hier leben, ne? Okay, aber dann nicht. Ja, dann das merken wir uns einfach. Peter, du meinst, du hast hart abgekämpft? Er hat mich von hinten in den Rücken geschossen und dann habe ich ihn erwartet. Ja, noch. Aber da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Luck. Mann. Alter, wie viele Wachen gibt's hier? Wer hat dich getötet? Wache 3. Chris. Chris, ich komme für dich. Sehr gut. Fass. Das geht aber auch über die Friendzone hinaus. Hast du gerade Fass zu Lukas gesagt, nachdem du den gesagt hast, dass er dein bester Freund ist? Ja, ist doch nicht schlimm, wenn man das sagt, oder? Nee, erst recht nicht nach der Definition, die direkt davor kam. Ja. Also Hunde sind ja auch beste Freunde, ne? Ja. Und deswegen ist Doggy Style was Freundschaftliches. Bitte? Boah, der gestern. Das war gestern so geil beim DCP, als einfach einer geschrien hat, Doggy Style. Was war das noch? Nee, Hund oder Doggy. Ja, genau, Hund oder Doggy. Pussy oder Doggy. Nee, der hat Hund oder Doggy gesagt. Ja, Hund. Was ist das, Bram? Ne, Pussy. Das ist eine Katze. Du bist doch Tier, du musst doch wissen, was ein Hund ist. Doggy ist ein Hund, der die Hundeposition macht. Was ist die Hundeposition? Gehst du auf alle Viere. Deine Mama schaut zu. Deine Mama schaut zu? Vielleicht. Galligrü. Galligrü. Ganz, ganz ungünstige Aussage. Das wird nur schlimmer dadurch. Galligrü ist eine ungünstige Aussage? Nee, Masatz-Aussage. Wow, die Wachen sterben jetzt an der Zone. Peter, kannst du aber tun, außer die Waffen nur durchwechseln? Ich versuche gerade zu hören. Ach so, dann wäre es ja voll gut, wenn alles andere leise wäre. Dann stört er ja quasi dann nicht. Ich glaube, ich habe auch gerade einen gehört. Peter, hörst du nichts? Sind hier böse drin? Nee. Du kommst da gar nicht rein. Weil da so ein Rauschen rauskommt, Peter. Ja, da kommt ein Rauschen raus. Ja, da wollte ich auch nicht reingehen. Das war mir jetzt. Da war ich schon drin. Das war gut. Komm. Guck mal, was da liegt. Oh Gott! Oh Gott! Du hast keinen mal getroffen! Das war aber weit weg. Wirklich? Was gar nicht. Alter, du bist fast tot. Ja, das war der mich getötet hat, Peter. Alter, hab ich mir in die Hose gemacht. Alter, hast du dir in die Hose gemacht? Was ist hier? Alter, der war sick, oder, Peter? Ja, ohne Scheiß, Alter. Ich dachte, das wäre einer von uns. Aber dann ist mir aufgefallen, dass keiner von uns so gut geschossen hätte. Ich bin immer noch am Looten in meinem selben Haus. Jay, was hast du gesagt? Ich suche euch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich suche eigentlich nur noch ein Visier. Wer kämpft hier in irgendeinem Haus? Ich bin jetzt draußen auf der Straße und renne über die Map. Oh mein Gott, Peter. Wache ist bisher der stärkste Gegner auf der Map. Ohne Scheiß, der hat die meisten Kills. Es gibt aber auch Kommandanten, ne? Ach, das ist ja gut. Der hätte aber auch nachladen können vorher. Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Weiß nicht, höre ich jetzt Schritte oder eine Tüte? Das war nicht so gut. Chat, läuft so. Chat, Ach, da, Lulu, lieber gar nicht laufen. Eisbär jetzt die Wache. Habe ich auch nicht vor. Ich lass mich auch von anderen killen, ne? Hauptsache nicht von den Spielenden. Ich mag es hier eigentlich, wo ich bin. Interessant, was hier passiert. Ich sehe was ihr nicht seht, das ist gelb. Ich bin nicht gelb. Steht aber drauf auf dem Gelben. Vielleicht. Du lieferst gerade den krassesten Gameplay für deinen Hallo. Ja. Was geht? Kannst du mal ein bisschen rumfliegen?
Ich dachte, wir spielen hier PUBG, da macht man das doch so. Ja, macht man. Ja. Also manche Leute. Die Gewinner. Ach lol, ich gucke Danu zu, ich dachte, wäre Jay. Okay, das reicht, ich renn raus. Wow, wow, wow. Okay, ich stürme. Wow. Ich stürme. Jay, du musst auf Push-to-Talk drücken. Ich bewege mich die ganze Zeit. Ja, war ja auch nur Doggies. Spaß. Jeder hat deine Lügenstimme gehört. Nee. Also. Oh Gott, es gibt Fahrräder auf der Map, wie cool. Was? Und die Wachen hatten jetzt auch ganz so geiles Loot, dass sich da nicht. Nein, hatten denen die auch nicht. Aber wahrscheinlich. Ich wollte mal gucken, ob du einfach ein Dulli bist, dich von denen wegzuballern zu lassen, aber in Wahrheit kannst du einfach nichts machen, egal wie gut. Die sind fucking OP, die geben dir einfach einen instant Headshot. Alter, Dalu, der macht ihm Schmus. Wachen sind hart, ne? Da findest du die Lappen. Also die schießen. Nicht scheiße. Ja, die haben Aimlock, ne? Ich glaube schon. Boah! Boah! Alter, die Shotgun! Aber die Shotgun gefressen. Boah, wie er dich gefistet hat. Krass. Wow. Das ist ja jetzt krasser als die Wache. Da hat jemand bei mir angerufen. Wenn bei dir wer angerufen hat, wird es der Pizzamann gewesen sein. Nee, war doch nur eine. Das wäre jetzt noch besser. Ja, schade, wir haben versucht zu kommen, aber keiner da. Wir sind wieder gefahren. Aber du brauchst ja eigentlich nur 10 Minuten mit dem Auto hin. Also, das hätten wir auch fast selber abholen können. Es kann keiner fahren. Ich kann fahren. Ja. Christian könnte fahren. Christian hat ein Auto, da passt mehr als 200 Euro Essen rein. Ja. Kommt auf das Essen an. User joined your channel. Was ist mit Popcorn für 200 Euro? Hallo, Test, hallo, hört ihr mich? Ja, ja, ich höre dich gut, Fisch, ich höre dich gut. Wow. Alter, das funktioniert einfach. Ich höre die ganze Zeit immer von Ohrringen, die gekauft wurden. Du, wieso hörst du was von Ohrringen? Weil Franzi da dazu. Ach, Franzi ist neben dir live gegangen und labert jetzt ihr Bett voll. Oh, ja, gerade im Zug. Nee, die, nein, die haben nur gefragt, ob du schon live bist. Oh. Boah, nice, Christian, Alter. Nein, wie konntest Christian. Du Lukas töten? Im nächsten Leben kommen wir uns gleich. Ich wusste, dass wir hier sind. Boah, Junge, boah, insane! Ein HP krass. Neben mir hat er gekillt, ey, das Alter. Und der hat 19 Schuss, die Rotzwaffe. Alter, Step Girl, der einzige menschliche Spieler, der andere menschliche Spieler getötet hat. Ja, Peter, du hast auch einen Kill. Ja, du hast mich getötet, Peter. Oh, und ich hätte nicht Christian. Der einzige menschliche Spieler. Ich möchte kurz sagen, dass ich Christian am Anfang leben gelassen hatte. Das stimmt. Und es hat sich genauso wie bei Saving Private Ryan hat sich das am Ende gerecht und ich habe dich gekillt. Stimmt. Möchtet ihr noch eine Runde? Gerne. Ja, klar. Ja. Definiere gleich. Ja, das hört man, Franzi. Ja, man hört das gut, Franzi, aber ich glaube, die hört uns noch. Match steht. Let's go! Das Passwort hat sich geändert. Also Lieferzeit hat sich bestätigt. 40 Minuten haben die angegeben. Dauert also doch noch ein bisschen. Hey Dalo, hast du am Montag Lust mit nach Korea zu fliegen? Ja, so super spontan ist immer mein Ding. Nice. Ist euch jemand abgesprochen? Warum ist Mangok nicht dabei? Doch, Lukas ist dabei. Aber also, was ist denn da?
Nee, also Isa hatte ursprünglich halt mehr Leute eingeladen und die haben halt ihr alle abgesagt, kurzfristig. Wie lange fliegt ihr? Lukas und ich bleiben 2 Wochen. Ursprünglich wollte ich 1 Monat bleiben, weil Isa bleibt auch 1 Monat. Ja, dann bleibe ich auch 1 Monat. Ja, komm mit. Ich buche. Sag Bescheid. Wo geht's denn hin? Nach Korea. Südkorea. Südkorea. Oh, Korea. Geil. Da will ich auch mal hin. Wer kommt noch mit von uns? Oh mein Gott. Also Südkorea wäre ich dabei. Singapur hat mir schon 10 von 10 gefallen. Deswegen. Ja, Christian, dann lass doch 2 Monate wegfahren. Ja, warum nicht? Ja. Warum wird es denn 2 Monate? Grund, warum man ja, lass ein halbes Jahr wegfahren, oder? Warum sollst du jetzt 2 Monate? Ja, könnt auch zu lang, noch nicht umziehen vorher. Aber ihr könnt auch Südkorea auch noch aufnehmen. Dankeschön. Ja, easy. Also ihr müsst dann halt nur irgendwie so nachts um 2 aufnehmen. Ja, die Zeitverschiebung ein bisschen schwierig. Nee, die können sich ja auch ein bisschen anpassen. Ich meine, wenn Südkorea oder die anderen? Hier. Die anderen hier. Können ja dann eigentlich so um 2 Uhr nachts aufnehmen. Ja, okay. Ego, I'm so shaky. Alle anderen, die gesagt haben. Danach so für eine Stunde rüberfliegen zu Japan und wieder zurück. Ach, mega cool. Aber nur rüberfliegen, nicht echt schnell rausgehen. War das jetzt Nord- oder Südkorea? Sie? Nee, dann nicht. Hab ich auch abgesagt. Mann. Deswegen. Ich freue mich schon auf meine Instagram-Inbox. Ja, meine. Seid ihr in Nord- oder in Südkorea? Mann, ich war zum ersten Mal letztes Jahr für so 8 Tage. Und wirklich alles voll mit. Oh, seid ihr in Nordkorea? Ey, Chat. Pete's Meet Roadtrip nach Korea würde ich extrem feiern. Alter, wild. Wie möchtest du das? Also, ja, okay, beinhaltet der Roadtrip Fehler, aber dann bitte durch Ukraine, Israel. Nee. Iran? Nee, aber Russland hat doch einen Zugang, haben wir gelernt. Russland? Ja, Russland können wir auch noch mit aufnehmen. Ja, nach Nordkorea, Sepp. Ja, wenn das so ist, nach Nordkorea, dann müssen wir durch 2 andere Länder durch. Durch Polen, Russland und schon sind wir in Nordkorea. Ja, dann lass doch einfach... Ja, das funktioniert nicht, Bram. Dann ist doch Belarus dazwischen. Dann lass doch einfach schwimmen von, keine Ahnung, Myanmar aus. Oder habe ich was übersehen? Man hat Polen nicht die Grenze. Jeder, wir können über Estland und Lettland und so fahren nach Russland. Nee, Polen nicht, Bram. Doch, Danzig, oder? Geht nach Vietnam, fällt einen Baum und macht daraus einen Floß und fahrt rüber einfach. Bram, Danzig müsste Russland sein, oder? In St. Petersburg. Gerade. Aber das ist keine. Ja. Nee. Ja, ganz ehrlich, könnte Moskau nicht kurz Belarus einnehmen? Da müsste man nur durch 2 Länder bis nach Nordkorea. Aber genau für das Thema gibt es echt ein super Game. Ne? Ja, haben wir schon gespielt. Deswegen kommen wir darauf. Travel heißt das. Mazar, bist du gerade abgehauen? Deswegen sage ich ja, wir könnten über Estland, Lettland und so. Alter, Arthur, okay. Was ist das denn? Es fehlen noch Rammen nicht, Peter nicht, Jay fehlt. Mach noch eine Runde. Wer macht eigentlich die ganze Zeit mit Licht an und aus? Jay fehlt. Ja, kommst du eigentlich auch irgendwann mal hier, oder was? Also Franzi ist dabei, Arthur hat gerade abgesagt. Ich buche gerade Flug nach Südkorea, Franzi, warte kurz. Rein. Ein Isa kann ich doch mitnehmen. Ach so. Ja. Sag einfach Bescheid. Na, du versuchst hier die Zeit irgendwie umzubekommen, indem er uns flashbangt. Da, Louis. Nice. Dann. Man kann das Franzi, leider, du weißt, wir sind 8 Leute, wir sind 8 Leute, ne? Sebastian Lenz. Wir sind aber Franzi Leute. Ja, aber Franzi hat gerade PUBG gestartet. Achso, aber Peter, dann... hast du nicht zugehört. Will die dann nicht mal auf TS kommen? Möchtest du die arme Frau nicht aussperren hier? Naja, TS wäre schon relevant für die ganze Nummer, oder nicht? So, wir müssen sie ziehen. So. Ah, das, ja, das ist Sinn. Natürlich ein Argument. Oh, ich kann einfach auf Abbestellen drücken. Ich habe sie gezogen. Das bin ich nicht. Ich kann einfach Lieferzeit bestätigt. Ja. Wollen Sie die Lieferung stornieren? Ich glaube, ich drücke einfach ja. Nein. Mega, das gibt gut. Total viel Sinn. Aua, Mann, ist gut jetzt. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Leute, macht das bei Fischi mal bitte nicht. Der ist verkatert. Ich jetzt natürlich. Ich bin erst morgen verkatert. Franzi brauchen wir noch, ne? Du musst den Knopf drücken, wenn du redest. Hat jetzt einer... Doch, Franzi ist im TS, im einen. Wo ist die LAN-Party? Ja, hier. Jay, ich höre dich nicht. Warum hat Franzi kein Ringlicht? Ich habe ein Ringlicht. Ja, aber das ist nicht... belastend. Achso, vielleicht sehe ich das. Moment. Vielleicht hat die das offline gemacht. Peter müsste Franzis Ringlicht sehen. Also wenn einer das verstellt, ist es Peter. Ich sehe alle. Nein, das so ist... sieht man manche nicht. Du kannst die Liste nicht ausklappen.
Achso, ich kann einfach scrollen. Ja, das kann ich zum Beispiel nicht. War keine ordentliche Reaktion dafür. Schade. Ist das so okay, Franzi? Ich hätte schon mal südkoreanisches Bier getrunken. Echt, Lars, sag mal Namen, weil ich vergesse das immer. Weil ich dann zu viel Bier und dann. Ich höre dich nicht, Franzi in TS. Was ist jetzt Phase? Wir spielen sofort noch eine Runde PUBG. Wir warten ja, nur jetzt. Jetzt sind einfach alle Lampen ausgegangen. Ja, das Problem ist, Franzi hat alles auf voller Lautstärke, aber bei ihr ist alles super leise. Weiß jemand da irgendwie einen Fix? Beim Wave XLR vielleicht einfach hochdrehen oder so? Franzi hat noch technische Schwierigkeiten. Da ist auch schon alles auf Max. Deswegen können wir jetzt noch nicht die Runde starten. Japanisches Bier wiederum kenne ich gut. Ihr könnt auch schon starten, dann mache ich erstmal hier. Deutscher Meister. Das ist eine gute Idee. Nur der BVB. Nur der BVB. Nur der BVB. Eines Leverkusen, Jay, das weiß ich. Bin der nächste Mal. Also der nächste deutsche Meister. Nächstes Mal. Ja, ja. Sepp. Nee. Sepp ist gerade zu Franzi gegangen, um ihr zu helfen. Scheiße. Wieso, was willst du? Ich brauche nur ein Essensäste mit, weil ich langsam verhungere. Oh, Lukas verhungert. Werdet ihr auch gereizt, wenn ihr Hunger bekommt? Ja, ich bin dann hangry. Ich bin so ein Hangry-Mensch, aber so richtig schlimmer Mensch. Also jetzt gerade nicht, aber grundsätzlich meine ich. Ja. Ja, das ist auch sehr schade für Lukas manchmal. Dann provide doch einfach Food. Ja, das macht er dann ja, auch. Ich, und dann ich gehe dann immer jagen, besser. Tatsächlich. Wer kocht von jagen, euch? Wir beide kochen... Das auch jagen. Nie. Naja. Modernes Jagen. Ihr bestellt jeden Tag. Das letzte Mal habe ich gekocht. Ja. Aber wann was, war was gab's da? Nudeln mit Ketchup. Was gab's da Leckeres? Da gab's Spaghetti Bombeer mit Garnelen, Sahne, Soße und Tomaten und sowas. War lecker. Selbst die Lobby ist zu... Gar nicht so scheiße, wa? Nee, das war auch lecker. Nee, Peter, ja. Du bist einfach rausgeflogen. Wir wohnen aber jetzt auch erst seit kurzem zusammen, muss man sagen. Du musst auch sagen, der macht auch richtig. Entschuldigung, falscher Alarm. Ist auch schön. So, weil wir jetzt, kann man nicht meckern, ne? Nach Korea fange ich an. Ich arbeite komplette Kochbücher durch. Ja, okay. Ich werde Chefkoch. Ich hätte dann peatsmeet.de/buch, ist glaube ich ein geiles Kochbuch. Oha! Wäre ich gern. So neben Stream halt. So beides halt. Selbstständig, selbst und ständig. Bram ist dein Spiel auch abgestürzt. Für mich selbst und Lukas. Eins ist nicht abgestürzt. Und putzen auch aktuell sehr gerne, weil es ist mein Stress relieved. Ja, das macht mich glücklich aktuell. Ich glaube, Peter, du bist raus. Du ja, der Server ist gerippt. Du musst mal da einmal irgendwie die Truppe wechseln da oder so. Ja, ich bin eigentlich drin. Achso. Ne, ich glaube, der buggt. Jetzt? Alles gut, ne, klappt doch. Jetzt sind alle wieder da. Danke. Ne, Mazat ist bei sich aber nicht da. Aber nicht steht schlecht, aber noch in der Lobby bei uns. Hallo, ich rede mal im TS, weil Franzi mich dann hören kann. LKW fahren muss Lukas machen. LKW fahren? Wieso muss ich LKW fahren? Ich kann ja nicht mehr. Ich brauche nicht mal den Transporter zu fahren. Wenn wir jetzt gerade beim Umzug sind, sind wir auch viel Transporter gefahren. Aber warum LKW? Da hat jemand im Chat geschrieben. Alles auch LKW fahren? Nee. Also ich darf keine, auch keine LKW fahren. Du darfst keine? Ich dachte, du darfst. Ja, diese 3,5 Tonner darf halt jeder. Aber dann darfst du LKW fahren, Maluna? Master? Nee. Ich traue mich nicht, meinen Transporter zu fahren. Das Video vom Kochbuch. Ach, das ist aber wie Auto. Das ist einfach. Ja, also in Berlin habe ich Angst, wirklich. Die Fahrtfahrer... Ja, okay. Berlin ist so einfach Harakiri. Da stimme ich dir zu. Da hat aber auch jeder Verkehrsteilnehmende Angst. Oder egal, in welchem Gefährt sitzt. Nee, die Fahrer haben keine Angst. Denen ist das egal. Das stimmt. Die fahren aber auch sehenden Auges in ihren Untergang dann manchmal. Ja, aber Hauptsache, sie hat Vorfahrt. Das ist doch gut. Mazat, kannst du einmal Sebastians Mikrostation streicheln? Mazat, kannst du einmal bei Sebastian einfach auf Spiel starten klicken? Ja, wenn jemand, der guckt doch gerade, dass Franzi reinkommt. Ja, aber das kann Franzi ja auch selber gucken, theoretisch. Bei Uberfahrt in Berlin mache ich die Augen zu, ja. Verstehe. Wollen wir starten? Ich kann starten drücken gehen. Ja, weiß ich nicht. Peter lutscht die Chips.
Hast du keine Zähne? Ich hab die gekaut. Keine Ahnung, Chat sagt, du lutscht die Chips. Nichts wird manchmal hier lutscht man, also ich finde das aber ganz geil, das Gewürzessen. Nur Doggies. Was höre ich? Grüße an meine Mama. Gar nicht grü. Ja, Dalo ist echt ein Ferkel. Nice. Hallo. Ich kann nochmal reden, ja, hallo. Wie sieht's aus bei dir? Hat dann eigentlich. Ich höre dich nicht. Dass wir absichtlich Franzi und Bram so weit auseinandergesetzt haben, wie es nur geht. Ja, das halte ich aber auch für eine sehr kluge Idee. Weil die sind ja schon wirklich die Schlimmsten. Ja. Was? Wer, du? What? Hä? Wie bitte? Verstehe gerade nicht. Problem ist, wenn ich auf den Chat gucke, gucke ich automatisch. Okay, ein bisschen leiser. Ich gucke jetzt YouPorn, wir müssen jetzt langsam mal loslegen. Was denn jetzt? Wieso haben wir denn jetzt hier Taschentücher am Fischi hat gerade legit einfach eine Taschentuchbox sich an den Kanzler gerührt. Ah, wegen dem Arm, Leute. Der braucht eine Armunterlage. Also, da werde ich jetzt erstmal von vorne bis rüber gezogen. Hey, der braucht eine Armunterlage. So, besser? Oh. Also... Ja, das hat er gerade geholt. Diese Box da. Was ist das denn? Der braucht da einfach. Fischi, der holt sich jetzt auf den Hobbit einen runter. Das ist richtig krank, Alter. Ja, schnell wieder weg. So sehe ich erst recht aus wie ein Kätzchen. Fischi und Franzi fehlen noch in der Lobby. Und Fischi fehlt auf TS, oder? Auch nur da, Alter, ja. Nee. Hä, der war doch eben drin. Hallo? War aber eben drin. War ja voll gut hier einfach drin. Sehr nicht. Mega. Also Fischi, ich finde das Fischi. Hallo. Franzi ist da. Franzi. Komm auch rein. Ja, wo ist nochmal dieser Benutzer, den wir finden? Okay, wir haben noch 6 Minuten, bis das Essen da ist. Ja, so lange lebe ich. Heißt das, wir warten die 6 Minuten? Ja. Nein. Das heißt, derjenige, der jetzt raus ist, vorher muss er annehmen. Okay, ja, das ist smart. Das noch 5 Minuten, Leute, wir müssen los. Okay, Game. Was ist denn 5 Minuten? Fischi. Fischi, was machst du? Nein, Fischi, ey. Jetzt bist du irgendeinem Spiel beigetreten. Ja, dann ohne Fischi. Ja, schade, Fischi. Ja, beitreten. Nee, lass doch jetzt kein PUBG mehr spielen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nee. Wir könnten Festplattenspeicher frei machen. Ich muss einmal defragmentieren. Let's go. Alter. Let's go. Peter, warum machst du dir eigentlich die 18? Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Dich schieße ich gleich als erstes ab. Warum? Kann ich nicht mal auswählen, leider. Ey, hat eigentlich jemand Trinkgeld für den armen Fahrer? Ich hab da musst du den Master of Coin fragen. Ja, Peters mal. Uhr. Nein, ja, als Pfand. Das Schöne ist, wenn ich mal streamen sollte und mich strecke, dann bin ich in 3 Streams gleichzeitig. Oh, das Auto hat sich auf den Weg gemacht. Das ist ja voll wild, man kann das live tracken. Hey, das geht doch immer. Also einer muss schnell sterben. Lebst du in der Steinzeit? Ah, ich habe schon ewig nicht mehr Lieferando benutzt. Also ich weiß auch nicht, aber auch. Ich glaube, bei mir gibt es halt auch Peter. Wirklich das ist doch das Gleiche, dass Peter nicht weiß, dass er die Jacke für unter 150 Euro gibt. Kannst du dich daran erinnern? Ich, supporte meine Essenslieferanten halt direkt. Ich fahre dahin. Weißt du noch, als letztes Mal jemand nicht wusste, wie man die Kontakte benutzt? Naja, aber dann, wenn du dahin fährst, ist es kein Essenslieferant. Wer war das denn nochmal? Doch, er steigt mit ein ins Lieferauto und lässt sich damit hinfahren. Maza, dankeschön für 10 Euro. Dankeschön, Maza, für 10 Euro. Mazat hat 10 Euro gegönnt für den lieben Fahrer, der jetzt 2 Meter fährt. Ich habe auch vergessen, die Einstellung zu laden. Die muss man im Hauptmenü laden. Also die Ballphysik in PUBG ist legit das Beste an dem Spiel. Der war da nie. Ja, warum die keinen Fußballmodus haben, weiß ich auch nicht. Die ist so gut. Ja, Szene ist eine gute Idee, Chat. Das macht richtig Spaß. Okay, also der fährt aber auch einen wilden Weg. Ich glaube, der fährt durch den Wald. Ja, weil der weiß, dass wir jetzt hier noch eine Runde spielen müssen. Wollen. Vielleicht gibt der ja vorher noch irgendwo anders was ab. Leute, ich bin durchgelaufen. Wer schlägt mich hier? Der fährt erst zu Bahamas. Wenn du es Gott, oh Girl, lass mich in Ruhe. Tor! Genommen. Okay. Wie hast du dir das geholt? Ist Goth Uwu Girl. Ich hatte aus irgendeinem Grund ein bisschen Credits und die habe ich vergambelt. Oh, das kenne ich, das habe ich eben auch gemacht. Und da hast du einen Uwu Girl, starker Kopfball. Nee. Mach mal nicht. Wissen ja oh nein, oh mein Gott, wie ist das weit geflogen? Aber da immer auf Rot. Ist doch gerade Einwurf. Wer hat eigentlich den Drücker für das Tor? Jay. Okay, Jay, kann sein, dass du gleich... Nee.
Ich habe schon bestellt. Ja, aber der ruft dich doch an. Wo soll ich das denn? Warte, okay, nee, ich kann das ist relativ simpel. Derjenige, der als erstes stirbt, macht das. Ja, der muss sich kümmern. Oh, jetzt geht es doch um was. Ach du Schande. Oh mein Gott, ich jetzt geht es um was. Auf jeden Fall ganz weit wegspringen. F, mach die Karte auf. Und F die Karte auf. Nein. Dort ist anders jetzt auf der Map. Okay, ich guck mir mal bei Arthur an, wo man hier am besten hingeht. Ja, stimmt. Wo geht der hin? Ist kein Spot, ist schade. Wohin geht er denn? Nee, er hat noch das Studio Spot ist ja schön. Shipyard oben. Da ich empfehle euch, das Studio mal anzugucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da sind so Dinos und Lava und Kameras. Oh, warum laberst du so viel? Das ist ein Studio. Was ist denn für ein Studio? Fischi meine ich. Ach, da! Unten Studio ist sehr schön. Ich komme auch mit hin. Wir können uns da treffen gerne. Ja, aber Fischi, wenn er stirbt, musst du das Essen reinholen, ne? Wird aber schwer da zu landen, du. Scheiße, ich wollte schon lange aussteigen. Scheiße, der Monitor hat ganz komische Farben bei mir. Es sind nur noch vier Leute da. Aber die sind doch alle bekannt, oder? Die vier Farben? Manamana. Ja, die Farben. Gelb. Manamana. Blau. Wer so, oh, krass. Was ist das hier für komische Farben? Ja, was ist das für ein geisteskrankes Bild, was ich hier habe? Irgendwer schon gelandet? Ja. Ja. Ach, was ist das denn hier? Oh, guck mal, einer landet mit Wer mir. Kommt denn da mit? Ah, wir sind hier zu dritt. Was ist das für eine Scheiße? Ich hab doch gesagt, wir sollen alle Studio. Peter geht gleich zum Tor. Ich was ist denn hier mit mir? Hallo? Studio. Wer ist da? Studio. Wer geht da gerade runter? Han Neu, wer ist hier? Hosan. Wer geht mit mir? Hosan. Han Neu bin ich hier. Hallo. Ey, ihr seid ja gar nicht Studio gegangen, ihr Arschlöcher. Ich bin Studio. Hier ist so eine Kamera. Und hier ist Arschloch. Lava. Ich seh dich nicht. Ich meine, ich will jetzt noch ein Greenscreen. Wer war das? Mit dem orangenen Fahrschirm, das bin ich. Okay, ich verpiss mich einfach, ich hab mein Auto genommen, weil ich bin so weit vor der Stadt geschlattet, ich hab nicht mehr eine Karre. Ey, ich hab einen Fallschirm. Dann komm aber auch bitte nicht zurück. Nee, komm ich nicht. Übrigens, da wo du hinfährst, ist auch einer gelandet. Ja, okay, danke. Ich sag dir das mal. Oh, ja, der Monitor ist nicht curved. Oh nein. Oh, ich sehe nichts. Gaming-Monitor. Ich sehe nichts. Also. Ich sehe nichts. Der Monitor ist nicht curved. Nein. Scheiße, ich bin im Nachteil. Hä, hey, deiner ist nicht curved, meiner ist curved. Ja. Ist deiner curved? Ja. Ja, klar. Ach, ja. Wir haben Königsplatz. Wir haben die PC-Bildschirme sind curved. Ja. Außer wir Peters. Wir kamen zu spät für die guten Plätze. Boah, ich kann mit Push und Charlie gehen. Das ist zwei Schalen. So, das noch besser. Ne? Das ist aber auch nett, Franzi, dass du Christian nicht neben dir sitzen haben möchtest. Hä? Was? Ja, du hast gesagt, keine guten Plätze. Ich höre wieder Blabla von Grima Schlangenzunge da. Franzi als Grima Schlangenzunge zu bezeichnen, ist aber jetzt auch eine fiese Nummer. Wo ist denn die Person, die hier auch bei mir war? Ich bin hier. Ich bin weggelaufen. Geil. Ich höre nicht so viel vom Spiel, Leute. Irgendwie. Ich brauche ja mehr Sound. Leider auch zu wenig. Alter, ich bin aber auch wie Max Verstappen. PUBG ist alles auf 100. Ich wollte gerade sagen, PUBG lässt sich aber auch nicht geil einstellen. Wenn du 100% machst, hast du immer noch keine Schritte, aber die Schüsse sind zu laut. Also bei mir hat er immer noch 6 Minuten und er hat sich noch nicht aus seinem Haus rausbewegt. Vielleicht updatet der sich auch einfach nicht, während er fährt. Chemie, ich bin ja gar nicht in der Zone. Da, ich glaube, der ist schon da. Wo ist ein Auto? Selbst wenn Charlie hat einen Skin, guck mal, so ein Leopard. Was muss man nochmal? Ja, ja, ja. Was waren jetzt nochmal die Griffe, die man draufpackt? Halber Griff. Auf die Sniper. Den roten auf die AR. Auf die Sniper machst du einen leichten Griff. Ist die AKM gut? Die AKM, die AKM ist sehr jetzt geht direkt die Frage. Die ist gut hier. Und die wurde auch gerade gebufft. Die macht jetzt einen Schaden mehr, einen Grundschaden. Also ist die OP oder was? Die AK ist einfach gut, weil du auch keine Aufsätze oder. Ja, keine Aufsätze. Außer vorne das Ding. Also zum Beispiel ein AR-Kompensator. Oder ein Mündungsfeuerdämpfer? Ja, genau. Beides, auch drauf beides gut und wichtig. Jetzt geht's ab. Aber, also AK ist gut, aber ich denke, die M4 wäre so schön. Die M4 ist so mittel. Echt? Die habt ihr doch immer geholt. Du bist so mittel. Die habe ich früher viel gespielt, aber die macht, da du die mit 5er Munition spielst, macht die nicht so viel Schaden. Ja, das macht Sinn. Einfach mit der Zeit gehen, Leute. Oder ich sehe da schon wieder einen Fahrradfahrer. Wer ist das denn? Aber ihr habt alle wenig Sound von PUBG, oder? Ja, ich höre auch kaum was. Naja, wenn neben mir einer läuft, höre ich das nicht. Vor allen Dingen, wenn geredet wird, höre ich noch wenig. Ja, ich habe auch einen Charlie, du mich hörst du eh nicht. Der hat natürlich einen Charlie. Ich habe eine Dreierweste, hallo. Zwei Charlies. Ach, alle 10 am Leben, ich raste so 500 aus. Schuss könnt ihr mal wen abschießen, Peter, bitte? Könnte sein, dass du gleich die Pizza holen musst. Ich werde einfach hier. Ich muss streamen. Ich werde hier einfach rumstehen. Ja, ich nehme Peters Ausrede, ich muss streamen.
Stimmt eigentlich. Bram, wie weit bist du weggefahren, circa? Boah. Also, ja. Wirklich weit. Wirklich hat da jemand weit? Beschossen? Ich hab Schüsse gehört. Ich brauche eine SKS. Oh, da ist eine. Sepp, warst du das mit der Schalldämpfernummer? Nee, ich hab zwei. Nö, das war ich eventuell. Ja, worauf das hast du denn so geschossen? Ja, aber Franzi geschossen. Achso. Ja, mach die mal weg, damit die das Essen holen muss. Ja, lief nicht so gut. Ich war auf einem HP runter sofort. Echt? Ich hab dich mit dem Crossbow abgeschossen. Hauptsache einer von euch beiden stirbt. Ja, du musst bei Franzi mal aufpassen. Die reagiert und dann gibt die den Headshot. Ja. Ich muss in die Zone. Nein! Du bist also noch außerhalb der Zone. Das ist schlecht. Naja, will nicht. Wir spielen ohne Schießen, haben wir gesagt. Scheiße, oh, Franzi, muss dann Essen holen. Und weil ich unbedingt den Crossbow benutzen wollte, ist das scheiße. Ich jetzt nicht. Ist alles entspannt. Mit der Mutant, Franzi. Ist Franzi nicht PUBG Main? Franzi, in drei aber Minuten ist er da. Hier liegen die 10 aber Euro bei mir. Achso, ich muss das Tor aufmachen. Du musst das Tor aufmachen, das Essen abholen, also den dahin rutschen. Der ruft an, der ruft an. Da guck mal, perfekt. Franzi, schnell zu Sepp. Schnell zu Sepp gehen. Ihr wollt jetzt echt Franzi schicken, um die. Nein, Jay hat schon aufgemacht. Er wird jetzt bis zur Tür vorfahren. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach jeden Knopf gedrückt. Oben rechts. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie ich eine Bombe gezündet habe. Oben rechts. Natürlich, wahrscheinlich hast du eine Bombe gezündet. Leute, hier liegen alle vier, wenn man eine braucht. Wo denn? Beim Studio. Oben rechts. Sepp hat gerade den Dude. Wie kann man nochmal alles wegstecken? Ich habe mal gefragt, ob er weiß, wo er dann hin muss. Danke. Fischi. Was sagst du, ich habe eine Frage, Fischi. Ja, wofür ja. ist Geheimschlüssel? Es gibt auf dieser Map ein paar Stellen, wo du nur mit einem Geheimraumschlüssel so einen Geheimraum aufmachen kannst. Sag mir mal einen. Hallo, das hättest du dir aber auch denken können, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also der, oh mein Gott. Pass auf, siehst du Buxanzar? Ich sehe Buxanzar. Buxanzar links oben neben Buxanzar, unterhalb der Straße, ist so eine Hütte. Ja. Da ist ein Geheimraum. Da bin ich. Es gibt einfach DeLorean auf der Map. Hier ist irgendwie ja, da gerade. Steht nur Hyundai dran. Sepp guckt auf meinem Bildschirm. Geh mal Vorsicht, Leute. Okay, sorry, geh ich mal Vorsicht. Ich muss 88 Meilen schaffen, Freunde. Das ist gar nicht so schnell, ehrlicherweise. Das ist wirklich nicht so schnell. Das ist so 100. Ja, aber darfst auch nicht 89 machen. Muss ja halten dann, ne? Ja, das ist Begrenzer. Das ist schneller sein als 88. Bestein. Aua. Bestein? Steigen? Ich bin eventuell gegen Stein geballert. Aber warum? Das ist doch kacke. Ja. DeLorean ist kein Geländefahrzeug. Vor allen Dingen kommt der DeLorean nicht im Berg hoch. What the fuck? Ich roll runter. Ja, Christian, du bist halt nicht schnell genug. Was höre ich hier? Das habe ich gehört. Okay, der ist gerade angekommen, der Typ. Ja, doch, bestimmt werden wir hier nicht vermeiden können. Können wir jetzt bitte einen abknallen, damit der Franzi helfen kann? Oh. Wer war das? Ich, du Wichser! Töte ihn! Töte ihn! Bis aufs Ende. Mach ihn fertig. Töte ihn bitte, er muss Franzi helfen. Die kann doch nicht 200 Euro alleine tragen. Der fährt doch bis vor die Tür, Alter. Ja, aber die muss es doch bis hier tragen. Ist ja, irgendwer ein Buxanzar? Ich erwarte einen zum Duell in Buxanzar. Gott! Jay geht helfen. Warte! Nein! Schöner Mikrofontest. Nein! Jay. Aua! Ah! Was macht der denn da? Ich bin weg. Easy game. Oh, hier ist was hochgegangen. Hier kommt noch Warum jemand. Warum wird hier keiner erschossen? Ich weiß es nicht. Jay hat irgendwie sich verpisst, glaube ich. Warum ist keiner von euch in Buxanzar? Ich bin da. Ich habe doch gerade gefragt. Ja, ich bin nicht Mach da. Die ich arme Franzi, ey. Weißt du, Jay zieht wieder den Schwanz ein. Ey, du gehst ja gleich helfen, ne? Luft ist tot. Frech, Chat, frech. Und dann gehst du helfen, okay? Weißt du was, ich geh dir jetzt einfach helfen, das ist ja räudig. Chris, du bist ein geiler Magger. Bist ja nicht töte jetzt. Ich kann nichts tragen, ich hab einen gebrochenen Arm, hallo? Ja gut, Fisch. Bleib, du schießt auf mich! Christian ist tot. Ist hier jemand im Haus, hallo?
Ich werde von mehreren Seiten beschossen. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Peter, ich habe einen Charlie. Peter, da ist die Zone. Ja, er hat einen Charlie. Mazat war das. Ich war das nicht. Ja, Mazat war das? Ich habe gerade festgestellt, sie hat schon alles rübergefahren. Wow. Mazat hat sogar noch das Kind jetzt AFK, oder? Und dann hat sie sich abgeschossen. Mazat ist vor mir gestorben. Peter, kannst du bitte Franzi helfen gehen? Nee, muss ich jetzt erstmal schaffen. Franzi hat schon alles gemacht. Ist doch schon alles erledigt, Franzi, Alter. Franzi, die Maschine. Franzi, Franzi. Hat schon alles gemacht. Franzi. Da habe ich hier scheiß Waffen für. Und die Zone kam. Es war alles unglücklich. Kommt mal jetzt. Lasst euch jetzt mal hier killen. Kommt mal her jetzt. Was war der hier taktisch? Ich seh dich nicht. Sepp, kannst du mal bitte kurz Franzi helfen gehen? Ich seh dich nicht. Sepp, du bist down. Wo warst du? Hinter dir in der Blutzone. Hast du dich im... Oh mein Gott, er hat sich versteckt. Ja, nee, ich hab die ganze Zeit deine Sniper-Schüsse gehört. Musst du ja irgendwie auf dich warten. Dir Franzi zu helfen und du, Räudiger. Nix hier ab, ey. Endlich mal gute Sachen hier, ey. Hey, Peter, bist du auch tot? Ist Peter gestorben? Besser als bei Franzi ist bei mir alles, schreiben die Leute hier. Also Ton und so. Besser. Als bei dir anscheinend, keine Ahnung. Ja. Oh Gott! Ach, wo ist Henning? Oh. Meine Tasten sind nicht richtig eingestellt. Ich höre keine Steps, Mann! Steps, Mann! Also, ich möchte jetzt sterben gehen. Können wir uns irgendwo treffen? Ich habe Hunger. Ich gehe jetzt so rein. Ich werde mich nirgendwo hinlegen. Mann, Fischi, find mich doch mal endlich. Mach ich gleich. Hat jemand einen Helm guten noch? Sepp habe ich kaputt gemacht, Sepps Helm. Oh, Peter ist ja schon wieder weg. Peter ist helfen? Wie, Peter ist helfen gegangen? Da muss keiner helfen. Das ist nicht fuck! Fuck! Boah, Fischi, Alter. Ja, meine Tasten sind noch nicht richtig eingestellt. Ja, meine auch. Meine Hand ist gebrochen. Meine ganzen Settings sind nicht da. So, Chat. Ach, Peter ist auf Klo. Ich suche so hart jemanden. Ich finde wir schalten gleich die Kamera um. Ich habe die in der Küche aufgestellt. Wer ist denn noch am Leben? Dalu und? Können wir uns beim Essen zugucken. Ah, da muss nicht jeder einzeln vorm Rechner essen. Wir sollten auch Ton haben. Mario. Der Ton, schon mal als Hinweis, wird besser, ich glaube ich, je länger man spricht, weil das Mikro so nachjustiert. Das heißt, am Anfang wird es, glaube ich, richtig... Naja. Ich weiß nicht, wie das eingestellt ist. Das Mikro ist an der Kamera dran und justiert sich wohl selber. Und naja, wer ist denn hier eigentlich noch am Stüssel? Hallo. Alter Jay, war das... Wer spielt denn bitte einen 15er-Scope? Egal, das kannst du doch größer, kleiner machen mit dem Mausrad. Das ist cool. Wait, das geht für die 6er und 8er auch, das wusstest du nicht? Moment, was? Die 6er und 8er-Scopes kannst du größer und kleiner machen mit dem Mausrad. Nee. Doch! Beide von euch hab Hunger, hallo. Kann ich einstellen? Ernsthaft? Runtertisch? Das ist ein Hochrundertisch. Ich hab da, ich hab immer die Dinger. Ja, ja, wir wissen nicht mal. Ach, Peter ist schon wieder da. Ja. Mein Gott, hör mal, der ist. Also, bis auf die Arme. Wer war das? Bist du komplett verschwunden. Also.
Ja, stimmt. Ich hätte die nie gesehen. Habe ich getroffen, Jay? Ja, ich bin down. Du lügst? Warum lügst du? Einfach dieselbe. Du hast einfach versucht, meine Kiste zu looten. Ich dachte, warst du schon an der dran? Ja, klar. Ja, okay. Ja, habe ich mir schön gegönnt, das 15er Scope von da. Ja, Mann, ich wollte doch sterben. Das wäre ich cool. Malona, wo bist du? Wieso habe ich nicht getroffen? Das ist eine verdammt gute Frage, Mann. Geil, Kills, nice. Abendessen. Geil. Guck mal, Peter, ich hab die Kamera schon. Kannst du mal winken? Sehr gut, das heißt. Ah ja. Das Problem ist, ich vergesse jedes Mal. It's food time, Chat. Ich mach mal die mobile Kamera an. Talk drücken muss, wenn ich schreie. Ja, ich hab den Sound davon noch nicht an, weil der Sound wird jetzt gerade noch mega scheiße sein. Eben. Mal rüber und mach Kraft. Ja. Die haben sogar Lieferando-Boxen. Krass. Habe ich noch nie gesehen.